vor Beginn der Rückrunde in der Fußball-Bundesliga standen heute zwei Nachholspiele auf dem Programm. Das Spiel zwischen dem VfL Bochum und dem 1. FC Köln musste wegen schlechten Wetters abgesagt werden. Von der Begegnung Waldhof Mannheim gegen Nürnberg berichtet Guido Dobratz. Die Platzverhältnisse in Ludwigshafen waren bei diesem Nachholspiel überraschend gut. Der SV Waldhof im blauen Dress in der ersten Halbzeit mit der Unterstützung eines oft böigen Windes. Aus dem Hinterhalt Sebert, der schussstarke Kapitän der Waldhöfer. Dann ein weiter Abschlag von Torhüter Zimmermann und Verwirrung in der sonst sicheren Nürnberger Hintermannschaft. Am Ball Torjäger Thomas Remark. Nürnbergs Trainer Heinz Höher hatte seine Mannschaft auf dieses Spiel gut vorbereitet und die Nürnberger konterten geschickt. Am Ball jetzt Dieter Eckstein, der Juniorennationalspieler, Trippel und schussstark. Und er bringt die Nürnberger in der 33. Minute mit 1:0 in Führung. Hier nochmals dieses feine Solo von Eckstein, dem besten Nürnberger Stürmer. In Ludwigshafen nur knapp 8000 Zuschauer und die sahen in der zweiten Halbzeit kein Aufbäumen des SV Waldhof, sondern eine überlegene Nürnberger Mannschaft. Und die erspielte sich Chance um Chance. Andersen. Und dann nochmals Andersen. Es blieb beim 1:0-Sieg der Nürnberger der einzige Schönheitsfehler